Und dann noch Sprengpulver. So, Setzlinge, welche einsamen sind aber in der Zeit jetzt schon verkümmert. Deswegen muss ich jetzt wohl vor lauter Wut diesen alten Zombie hier angreifen. Und den da hinten auch noch. Ach, das ist wieder ein Creeper, da will ich jetzt nicht hin. Dann komm du mal zu mir. Ja, ich weiß. Ich lock dich schon ein bisschen. So. Eigentlich stört mich ja hier nichts, nur der Creeper stört mich. Ach ja, ist ja gut, Mensch. Ich muss es jetzt mal so machen, weil... Nein, Mensch, wieso trifft das immer erst den Zombie, ey? Ist eine Fallverschwendung. So und so noch. Na komm her. Oller Schinken. So. 3 Skelette, kann ich es mir mit denen erlauben? Bei den Hungerpunkten nicht mehr. Mensch, ich bräuchte mal... Da muss ich eben mal dorthin gehen. Ah, leider... Ach man, wir haben nur solche Pilze. Ach. Na komm, da esse ich eben hier das Zeug. Wurde erst beim zweiten vergiftet. Ist ja immer was. So. Dann, na gut, mit 4 Leben sollte ich es nicht... Ich warte mal ein bisschen. In der Zeit kann man hier so machen. So, du noch und so jetzt. So, und dann das machen wir mit dem Schwert. Das ist jetzt nicht mal so schwer. Geh du. Die Blumen pflanze ich auch mal an, die hier noch im Inventar rumkullern. So, wohin tun wir die mal? Dahin und dahin. Und dahin natürlich. Selbstverständlich dahin noch. Und da hole ich mir erstmal was Vernünftiges zu essen. Was, wovon wir schon ein bisschen viel haben. Und zwar... Pff, Melonen. Och, nee, die geben so wenig Hungerpunkte. Na doch, na komm. Mensch, mach die Tür zu. Und die Zombie-Schwester wieder. Gut, und da hinten war noch eine Spinne, habe ich gerade gesehen. Und da wird es auch schon wieder gleich Tag. Und der Mond sieht irgendwie immer anders aus. Ist wahrscheinlich mal voll ne zunehmender, mal Vollmond, mal abnehmender Mond. Ja, und nicht spektakuläres, das machen wir mal zu hier. Ja, ich weiß. Wo war denn jetzt der andere? Ach Mensch, du musst mir ja noch stören. Ich hab gerade andere Probleme, so. Dann mache ich das hier nochmal. Ja, Herr Graf, ich töte Sie ja. Sie wollen ja so gerne sterben. Und da wieder ein Grüner. Und der dann natürlich noch mal da hinten noch Erfahrung. Bei dem anderen da. Nee, es sind anscheinend nur Blumen.
So. Dann ess mal wieder ein Stückchen. Soll ich oben wieder ein bisschen ernten? Ich weiß es nicht. Das Eisen dürfte jetzt auch fertig sein. Wo waren das jetzt? Hier? So, dann müsst ihr jetzt aber erstmal gucken. Kakaobohnen auf jeden Fall erstmal weg. Ich räume jetzt erstmal hier wieder den ganzen Mist raus. Dann so rum und das noch. Ach, ich mach mal jetzt so. Hat sich ja jetzt gelohnt. Irgendem einen. Ach ne, hier noch. So, dann nehme ich mir mal 9. Die können wir wieder gleich dahin tun. Und ihr wisst natürlich schon, was ich vorhab. Ist jetzt ja an. Lederhelm natürlich an den Eisenhelm. Nee, Eisenblock, das mache ich jetzt mal so, sonst dauert es zu lange. Ach nee, dahin. Gut, damit haben wir das Ganze. Ach so, das haben wir gekocht. Na, dann können wir es da gleich mal verwerten. Würde ich sagen. Und zwar so. Ja, dürfte reichen. 8. Ich mach noch mal welche. Wenn wir zu viele haben, tun wir sie eben in irgendeine Kiste. Das ist dann egal. Ich tue die jetzt erstmal wieder hier zurück. Und natürlich die Pilze. So. Kakaobohnen habe ich noch vergessen. Gut, dann. Ach nee, wir brauchen ja noch normale Schienen. Nehme ich die mal mit und haben wieder ein bisschen wenig Holz. Ich hack erstmal wieder ein bisschen Holz. Könnte man eigentlich gleich mal wieder alles abholzen und ein bisschen Forstarbeit wieder betreiben. Haben wir auch lange nicht gemacht. Baue ich eigentlich manchmal das Laub ab mit der Axt. Ist eigentlich Unsinn. Aber naja. Wenn ich es nicht begreifen will, dann will ich es eben nicht begreifen. Und dann werde ich es wahrscheinlich auch nicht tun. Nein, noch ein. So, dann den hier noch, das ist dann der vorletzte oder letzte für heute erstmal. Dann ergo der vorletzte, weil die anderen lasse ich jetzt mal stehen, da habe ich keine Lust mehr drauf, das dauert mir jetzt einfach zu lange. Ich will jetzt auch endlich mal zur Tat schreiten und das mal zu Ende bringen, damit wir nicht eine unfertige Baustelle hinterlassen und ich mache mal so hier. Den Rest tue ich dann wieder in die Kiste. So. Ach nee, so viele hat man gar nicht gebraucht. So, auf jeden Fall mal so hier und so und ich denke mal, das reicht. Auf jeden Fall erstmal wieder ausleeren. Die 5 Erde. Könnte man eigentlich immer die Hälfte mitnehmen. So, dann Wolle. Tue ich hier rein. Eisenbahn, den Rest. Hier noch mit dazu und ich könnte eigentlich aus den Stöckern mal ein paar Fackeln machen. Da hätten wir dann 63, glaube ich. Ja, genau. So, dann hätten wir hier noch irgendwas drin. Da könnten wir doch eigentlich hier die restliche Kohle mal drin lagern, wenn wir da zu viel haben. So, wo steht denn jetzt die Sonne? Da, das ist okay. Kann man noch ein bisschen genießen. Den Tag. Nicht gleich wieder gegen Zombies und Skelette und sowas. Ach, eine Lore braucht man auch noch. Müssen wir da noch eine machen? 2 mache ich mir dann nicht, da reicht eigentlich eine. Da bräuchte man eigentlich nur 2, wenn man ein paar mehr Strecken hat. Ja, oder
Je nachdem, wie viele Strecken man hat, so viele Lohnen braucht man dann. Aber wir haben ja eh nur eine. Wir könnten eigentlich am Weg noch eine machen. Aber das ist eigentlich ein bisschen unsinnig, weil die kurzen Wege, die wir da vorne haben, da braucht man nicht auch noch eine Lore drauf. So, wo haben wir denn aufgehört? Das wäre hier. Da bräuchte man... Na gut, Antriebsschienen, warte ich erstmal ein bisschen, dann mache ich hier mal eine hin. Redstone-Fackel brauche ich auf jeden Fall noch. Hier und zack und dann so. Wir waren natürlich nicht genau am Wollschloss das am Aufhören, sondern ein bisschen davor. Weil die Schienen, wie ich sehe, reichen ja dann wieder nicht. Dann doch wieder nicht. Deswegen, dass ich nicht nochmal neue machen muss, werde ich das dann hier so ungefähr machen. Ich weiß es noch nicht. Dann mache ich hier nochmal eine Antriebsschiene. Und hier wäre dann Schluss. Ach nee, ich will noch ein paar mehr. Ich mache nochmal 32. Und dann natürlich gleich eine Lore. Mensch, haben wir lange keine Antriebsschiene, nur da vorne. Und na gut, wird schon hinhauen. Wir testen sowieso erstmal die Strecke und dann werten wir das Ganze aus. So, da ist erstmal wieder was. Das ganze Rennen macht mich so hungrig. Eine Schafe könnte ich auch mal wieder gebrauchen. Das olle alte Ding da unten. Auch noch aus Stein. Wie zu Urzeiten. Müssen wir mal eine aus Gold machen, aber die halten leider nur so kurz. Bringen eigentlich auch nicht viel, weil so viel schneller bauen die jetzt auch nicht ab. Viel schneller kann es ja eigentlich gar nicht mehr gehen als bei einer Diamantschaufel oder Eisenschaufel. Da braucht man eigentlich keine Goldschaufel, die hält ja auch nur 33 Schläge aus. Dann war schon wieder damit. So, wieso habe ich eigentlich in letzter Zeit die Schere nicht hier unten? Würde mich schon mal interessieren. So. Und du noch. So. Und ehe wir uns versehen haben, ist es schon wieder alle geschoren. Wir wollten ja mal so ein braunes Schaf machen. Oder ein pinkes oder sowas. Na gut, ein pinkes will ich jetzt eigentlich nicht. Ist nicht so doll. Aber ein braunes könnte man schon mal machen. Oder so ein graues. Ah, grau. Grau weiß ich jetzt nicht, wie man das macht. Grauen Farbstoff. Da probiere ich mal was. Und zwar, ich könnte mir vorstellen, dass Knochenmehl und... Ach, haben wir wieder nicht dabei. Muss ich mal einen Tintenfisch quälen. Hier gibt es anscheinend keine mehr, dann machen wir das Ganze später. Gut, ach nee. So. Gut, dann machen wir das vielleicht auch in Folge 100, ich weiß noch nicht. So, die Rose platziere ich mal und zwar... Da. Ach ja, so. Die Fackeln. Pfeile. Ach, ich wollte jetzt eine Lore und sowas machen. Würde ich sagen, wir machen nochmal hier so. Ach nee. Natürlich nochmal 32 braucht man dann schon noch, aber mehr hoffe ich nicht. So, da hätten wir hier so einen Minenkarren, wie ich es manchmal auch nenne. Ach nee. Mensch, die Sonne geht unter. Monster sind ja noch an. Dann nehme ich mal unser letztes Eisenschwert. Rüstung ist noch intakt, ganz schön.
Dann würde ich sagen, wir hoffen mal auf ein paar Endermänner. Ich mach mal die Monster aus. Und dann nachts wieder an. Da denke ich nämlich, spawnen mehr Endermänner. Kommt mir irgendwie so vor.